Stell ich mir so kleine Entchen vor, die dann mit so einer Toga langweilen. Egal. Hallo, Freunde des Homeschoolings. Lasst mich raten, ihr müsst gerade in Geschichte oder in Latein irgend so einen Text lesen und da steht was drin von Patriziern und Plebejern. Und irgendwie habt ihr nicht so ganz verstanden, worum es geht, und dann habt ihr mal bei YouTube nachgeschlagen und seid bei uns gelandet. Herzlich willkommen damit auch zu unserer ersten Ausgabe von Stichwort Antike, heute mit den Begriffen Patriziern und Plebejern. Wir sehen uns zunächst mal an, was die Begriffe überhaupt bedeuten und dann, warum sie relevant sind. Also warum es einen Unterschied macht, ob ich zu der einen Gruppe gehöre oder zu der anderen. Damit habe ich jetzt auch ein bisschen schon was vorweggenommen, denn bei Patriziern und Plebejern geht es um zwei Personengruppen im alten Rom. Die Unterscheidung zwischen den beiden existiert auch schon seit der Gründung Roms. Man kann sagen, die Patrizier sind ein bisschen sowas wie der Adel im alten Rom, also Leute, die sehr großen politischen Einfluss haben und das durch ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie, also durch ihre Geburt. Und die Plebejer sind halt alle anderen. Das Wort kommt vom lateinischen Wort plebs und bedeutet einfaches Volk. Die Plebejer sind also in der Regel Leute, die keinen so großen politischen Einfluss haben, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal. Woher kommt überhaupt diese Unterscheidung zwischen Patriziern und Plebejern? Also warum gibt es die überhaupt? Dazu kann man sagen, dass Romulus bei der Gründung der Stadt Rom einen Senat, also eine Art Parlament, einberufen hat, und in diesem Senat waren 100 Männer. Diese 100 Männer und ihre Familien waren eben die ersten Patrizier in Rom. Und diesen Status Patrizier haben die auch immer weiter vererbt in den nächsten Generationen. Patrizier kommt übrigens vom lateinischen Wort pater und das bedeutet einfach Vater. Die Patrizier sind also sowas wie die Stadtväter in Rom. Ich sage sehr oft in Rom, kann das sein? Zu diesen alten patrizischen Familien gehörten zum Beispiel die Cornelia, die Claudia, die Emilia und eben auch die Julia. Das waren damals sehr bekannte Familiennamen und auch heute noch sind das beliebte Vornamen. Man wurde in so eine Familie also reingeboren. Oder halt eben nicht. Das hatte aber gerade auf das Leben von Männern große Auswirkungen. Denn zu Beginn der Geschichte Roms konnten sich nur Männer aus patrizischen Familien in der Politik betätigen. Alle anderen, also alle Plebejer, hatten keinerlei Mitspracherecht in der Politik und auch niemanden, der sich für ihre Interessen eingesetzt hätte. Dazu kam noch, dass man in so eine patrizische Familie jetzt auch nicht einfach einheiraten konnte. Denn Ehen zwischen Patriziern und Plebejern waren in der Anfangszeit Roms einfach verboten. Man muss dazu sagen, dass das auch somit das Erste ist, was sich dann geändert hat im Verlauf der Zeit. Aber zu Beginn ging das einfach nicht. Was man auch noch sagen kann, ist, dass Geld bei der Unterscheidung zwischen Patriziern und Plebejern gar nicht so die entscheidende Rolle spielt. Denn es gab sowohl ärmere Patrizierfamilien als auch sehr reiche Plebejer. Trotzdem kann man sich ja denken, dass die Plebejer es irgendwann sehr, sehr ungerecht fanden, dass sie keinerlei politische Mitsprache hatten. Und so kam es in der frühen Römischen Republik zu den sogenannten Ständekämpfen, also zu einer Art Bürgerkrieg zwischen den Patriziern und den Plebejern. Das Ganze dauerte von 500 vor Christus bis 270 vor Christus, also natürlich nicht am Stück, da waren nicht 230 Jahre Krieg in der Stadt, aber es war eben sehr unruhig. Am Ende konnten die Plebejer sehr viel durchsetzen. Sie bekamen zum Beispiel ein eigenes Amt, den sogenannten Volkstribun, der im Senat in ihrem Sinne stimmte. Außerdem hatte der auch ein Veto gegen die Beschlüsse des Senats. Das heißt, wenn er dieses Veto einlegte, musste erstmal neu verhandelt werden. Außerdem wurde eine Quote eingeführt für den Senat und auch für bestimmte Ämter. Also eine Plebejerquote quasi. Das bedeutete zum Beispiel, dass von den beiden Konsuln, also den höchsten Politikern im alten Rom, immer einer ein Plebejer und einer ein Patrizier sein musste. Nach und nach kann man sagen, dass bis zum Ende der Römischen Republik die Unterschiede zwischen Patriziern und Plebejern immer weiter abgenommen haben. Man hatte im Zweifelsfall also noch einen prestigeträchtigen Namen. Also vielleicht ein bisschen so, wie heute manche Leute noch ein von in ihrem Nachnamen haben. Aber ob ein Mann in der Politik Karriere machen konnte oder nicht, hing nicht mehr davon ab, ob seine Familie patrizisch oder plebejisch war.
Nach dem Ende der Republik änderte sich viel in Rom. Zum Beispiel gab es auf einmal einen Kaiser. Der erste davon war Augustus, was jetzt hier, glaube ich, auch total egal ist. Und bevor dieser erste Kaiser, nämlich Augustus, überhaupt Kaiser werden konnte, herrschten in Rom erstmal 100 Jahre Ausnahmezustand und Bürgerkrieg. Am Ende dieser 100 Jahre waren die meisten Männer aus diesen alten patrizischen Familien schlicht tot. Das heißt, der Unterschied zwischen Patriziern und Plebejern wurde noch unbedeutender. Augustus ernannte dann zwar noch ein paar neue patrizische Familien, das hatte aber alles nicht mehr so die große Auswirkung. Also, was ihr euch aus diesem Video jetzt merken solltet: Patrizier sind eine Art Adel, Plebejer sind das einfache Volk im alten Rom. In den sogenannten Ständekämpfen zwischen Patriziern und Plebejern geht es vor allen Dingen um die politische Mitsprache für die Plebejer, die diese dann auch sehr erfolgreich durchsetzen können. Und drittens, im Verlaufe der Römischen Republik nehmen die Unterschiede zwischen Patriziern und Plebejern immer mehr ab. Ach ja, und viertens, weil es irgendwann mal so eine Art Modewort auf YouTube war, Leute als Plebs zu bezeichnen und damit halt irgendwie Pöbel zu meinen oder sowas in die Richtung, das ist das falsche Wort. Das Wort, das ihr eigentlich sucht, das richtige lateinische Wort dafür, wäre Vulgus. So, haben wir heute wieder auch noch Tipps zum Beleidigen von Leuten im Internet gegeben. Sehr gut, ja, an der Stelle dann sind wir auch am Ende. Wir freuen uns, wenn ihr mal wieder reinschaut, wenn ihr im Homeschooling sitzt und mit irgendwas vielleicht nicht ganz klarkommt. Aber noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr einfach so reinschaut. Bis dahin, macht's gut und tschüss!